zusammen. Ihr habt es ja gesehen, wir machen jetzt noch auf die Schnelle Low-Carb-Pfannkuchen. Da brauchen wir auch überhaupt nicht viele Zutaten. Und zwar, wir haben hier drin 60 Gramm Joghurt, dann 2 Esslöffel Kokosmehl. Ich gehe davon aus, weil man Kokosmehl jetzt überhaupt nicht mag, dass man das dann auch einfach mit 2 Esslöffeln Mandelmehl machen kann. Ist aber keine Garantie, aber bin mir relativ sicher, dass das auch klappt dann. Dann haben wir noch so einen halben Teelöffel Salz und 2 Eigelbe. Und das müssen wir jetzt erstmal miteinander verrühren. Wie wir dann die Pfanne erhitzen, ob wir neutrales Öl nehmen oder Kokosöl, liegt auch wieder an jedem selbst. Und ja, ach so, was ich noch drin habe, ist, das gehört eigentlich nicht dazu, es hängt ja auch davon ab, ob man süß oder herzhaft mag. Ich habe jetzt noch etwas Schnittlauch und Petersilie dazu gegeben, weil ich es herzhaft belegen will. Aber da ist man halt ganz offen, man kann natürlich auch noch andere Gewürze dazu geben. Ich habe mich jetzt dafür entschieden und ja, los geht's! So, ich habe jetzt Rapsöl in der Pfanne. Und zwar, der Teig ist natürlich jetzt anders wie beim normalen Pfannkuchen. Also nicht so flüssig. Ich hoffe mal, es funktioniert. Ich mache das jetzt auch zum ersten Mal. Ich habe mir jetzt den Teig extra in eine Schüssel gegeben, dass ich zügig das Ganze machen kann. Ich vermute mal, dass man nicht mehr wie einen da rausbekommt, weil wie gesagt, ist ja eine festere Masse jetzt. Hab hier meine Teigkarte und werde versuchen, wie beim Crepe, das Ganze jetzt so auseinander zu streichen. Ob es funktioniert, wie es funktioniert, werden wir jetzt einfach sehen. Ich gebe jetzt erstmal den Teig in die Mitte. Und werde das jetzt mal probieren, in der Hoffnung, dass das klappt. So, Freunde, was seht ihr? Es hat nicht geklappt, das Wenden. Aber geben wir so schnell auf? Nein. Wir machen jetzt einfach Low Carb Kaiserschmarrn in Herzhaft. So einfach geht's auch. Weil wenn das schmeckt, warum soll man es dann nicht machen, ne? Ist halt die Frage, nur wenn das mit dem Wenden nicht geklappt hat, weil vielleicht ein bisschen was zur Bindung fehlt, habe ich jetzt gedacht, wir warten es jetzt mal ab. Und wenn es halt schmeckt, dann dann benennen wir das einfach um auf herzhaften Kaiserschmarrn. Aus die Maus. So, und wie ich gesagt habe, wir werden jetzt sehen, ich habe jetzt einfach noch ein bisschen Emmentaler drüber gegeben und wenn das Ganze schmeckt, dann benennen wir das einfach um. Schmeckt voll lecker. Ohne Witz. Na, kommst du mit? Also das wäre echt zu schade, das nicht zu zeigen. Hätte ich nur gewusst, dass wir das machen, hätte ich wahrscheinlich noch Zwiebeln vorher angebraten. Super lecker. Ich persönlich muss auch sagen, ich schmecke keinen Kokos. Und deswegen kann ich nur sagen, macht's nach, lasst euch schmecken und ich hoffe, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss!